Wir begrüßen den Joachim Hefker, Generalsekretär dieser Veranstaltung im Schwarzwald. Und ich finde das stark, dass er heute zum Interview kommt. Denn, ich will das mal vorsichtig formulieren, ich glaube, er hat einige Sorgen und den Kopf voll. Also hier ist einiges auf die Veranstalter eingeströmt oder eingestürzt, kann man bald sagen. Aber ich habe in Hinterzarten mit der Tanja Metzler gesprochen und ich bin der Auffassung, es gehört dazu, dass man auch die Veranstalter würdigt, die mit Herzblut dabei sind. Und wenn ich sage Generalsekretär, ich glaube, du verdienst da nicht die Welt. Nee, sicherlich nicht, Dirk. Es ist einfach so, man macht es wirklich mit Herzblut, wie du sagst. Ja? Und es geht um viele ehrenamtliche Helfer bei uns, da an der Schanz. Ja? Und es ist einfach ein Zusammenhalt. Du bist hauptberuflich, was machst du? Hauptberuflich bin ich Raumausstatter. Ja. Ja, habe einen eigenen Betrieb, ja. Ja, mit meinem Bruder, mit meinem Vater. Und der ist im Moment jetzt mal vor 2 Wochen geschlossen. Und jetzt ziehen wir einfach diese Skispringen durch in diese Neustadt und gucken, dass alles rund läuft. Das ist ja nicht ganz so einfach. Das Einzugsgebiet ist beispielsweise nicht so wie in Willingen. Das heißt also, man muss auch um die Zuschauer kämpfen. Man muss eigentlich um alles kämpfen. Um die Gelder, die fließen auch nicht so, ich weiß das. Und dann wird gefordert, du brauchst eine Flutlichtanlage, du brauchst das und das. Und das alles zu realisieren, ist nicht ganz so einfach. Nee, das ist wirklich nicht einfach. Also das sind wirklich Jahre, wo man darum kämpft. Ich muss aber trotzdem sagen, wir wären schon unterstützt. Also mittlerweile aus den ganzen Tourismusverbänden, Landessportverbänden, also die helfen uns auch. Ich denke, so ein Weltcup-Skispringen, das hat auch nicht jeder. Und da können wir auch stolz drauf sein, dass wir das bei uns im Hochschwarzwald haben. Und ihr habt ja auch wirklich darum gekämpft, das ist ja im Wechsel mit Klingenthal, so hat die FIS entschieden. Aber da kommt auch immer wieder Druck, da packt ein Auto falsch, da ist ein Ballon falsch, da ist das nicht in Ordnung. Und der Generalsekretär muss sich um alles kümmern, das ist nicht ganz so einfach. Nein, das ist nicht ganz einfach. Also ist natürlich klar, wenn im Stadion so viele Leute am Arbeiten sind, es sind immerhin 800 Leute und es Fernsehen und der Fahrdienst und weiß Gott was alles. Und dann musst du das alles koordinieren. Und das Heizöl gefriert dir ein, weil vielleicht zu wenig Paraffin, Winterdiesel oder wie auch immer. Ja, da wird es natürlich wirklich interessant. Also du bist permanent nur am Telefon. Ich habe mir ja auch schon so ein bisschen Wind um die Nase wehen lassen und ich breche immer eine Lanze für die deutschen Veranstalter, weil ich es auch beurteilen kann, was woanders los ist. Und bei allem, was da vielleicht dem einen oder anderen nicht passt, was in Willingen, was in Klingenthal, was bei euch geleistet wird, die Tournee klammere ich mal aus, das ist mehr oder weniger ein Selbstläufer, das ist aller Ehren wert und deshalb führe ich auch das Interview mit dir, um aufzuzeigen, dass es ohne euch gar nicht gehen würde. Also ich glaube nicht, dass es ohne Ehrenamt geht. Also wenn du jeden Ehrenamtlichen zahlen müsstest, der wo nicht, also im Geschäft könntest du es so nicht umsetzen. Das ist einfach so. Du brauchst Leute, die mit Herzblut dahinterstehen. Und da muss ich einfach sagen, das geht in Willingen so, das geht in Klingenthaler so, das geht uns, die diese Neustädter so. Und da muss ich ganz klar sagen, wir sitzen eigentlich alle in einem Boot. Ja, und wir können alle stolz darauf sein, dass wir Weltcup-Skispringen haben und dass wir so gut die Leute hinter uns haben. Jetzt kommt er wieder in seinen Slang rein, aber nochmal, das sinnbildlich ist auch, dass ihr in Willingen seid, dass ihr in Klingenthal seid. Ich glaube, die Willinger sind hier mit 10 oder 15 Leuten hier, das spricht ja auch Bände. Ja, und warum nicht? Ja, nee, ich finde das ja in Ordnung. Wir können doch miteinander reden. Ja, und so sollte es doch auch sein. Wir müssen uns doch austauschen. Ja, ja. Wir sollten uns doch nicht verfleischen. Ja, ja, ja. Nein, und ich glaube, man muss miteinander auskommen. Ja. Für die Zukunft müssen wir miteinander auskommen. Ja, und es gibt mehrere deutsche Veranstalter, das ist mir klar. Jeder will das Niveau immer noch höher schalten und noch höher und noch höher. Aber trotzdem müssen wir zusammenhalten. Ihr könnt auch leben mit dem Wechsel, ein Jahr Klingenthal, ein Jahr TTC Neustadt. Natürlich kann man da damit leben. Ja. Weil man muss auch mal sagen, man kann auch nicht jedes Jahr von ehrenamtlichen Helfern immer Weltcup und nochmal Weltcup. Ja. Sind wir doch froh, wenn man wechseln könnte, wäre doch perfekt. Du brauchst ja auch mal ein Jahr Pause, sonst ist deine Firma ja pleite. Das geht ja auch nicht. Oder? Ja gut, pleite ist sie jetzt nicht gerade. Ja, man macht es ja mit Herzblut ein alles Stück klar weit. Ja. Aber letztendlich muss man sagen, im Wechsel können doch alle damit leben. Okay. Joachim, ich wünsche dir, dass du weiter so aktiv bleibst. Und ich wünsche dir auch ein dickes Fell. Kleine Störfeuer kommen immer, aber das werden keine Brände. Danke.